Willkommen zurück bei Halo Reach Commentary und das Ding war mal ein Revenant. Ich habe den Namen gerade mal nachgeguckt im Handbuch. Yep. Wir sind immer auch da, wo wir aufgehört haben, nämlich am der Gausskanone. Jetzt sind wir nicht mehr an der Gausskanone, sondern gehen wieder rein. Das hat ja super geklappt. Egal. So, wir arbeiten uns jetzt hier hoch und werden Zeuge, dass hier einige Eliten rumlaufen. So, hier schon mal gleich wieder schön angeschossen. Was muss man hier machen, dass man hier genau das HUD mal eingeblendet hat? So, was der da gerade machen wollte, wusste ich, weiß ich nicht. Sah ein bisschen nach Harlem Shake aus, aber egal. So, hier haben wir jetzt einige Eliten. Und sogar ein Ultra dabei. Und was noch viel wichtiger ist als der Ultra, der da vorne ist, sind die Soldaten, die hier, glaube ich, rumlaufen sollten. Oder habe ich mich da vertan? Ich meine, hier müssen... Ach, keine Ahnung, scheiß drauf. Nee, ich habe mich vertan. Entschuldigung. Das war scheinbar was anderes, wo ich hier gerade dran gedacht habe. Kann auch mal passieren. Also wir jagen jetzt den übrig gebliebenen Eliten, was nicht unbedingt notwendig ist, allerdings schon gewissermaßen empfehlenswert, damit wir hier nicht nachher damit aufhören, oder damit anfangen, dass wir hier auf einmal von der Seite angegriffen werden. Und das hier war, glaube ich, auch ein... Das war, glaube ich, auch ein Ultra, allerdings sah das doch schon ein bisschen anders aus. Ich kann auch mal rangehen. Ja, ich meine, der hat hier ein bisschen andere Farbgebung und so als die normalen Ultras, aber das soll mir jetzt auch nicht weiter stören. Es gibt mir jetzt die ein oder anderen Sondereliten. Die Sonderfälle. Und ich frage mich gerade, wieso ich hier mit der Plasma-Pistole rumlaufe. Weil eigentlich hatte ich doch ein Sniper-Gewehr eingesammelt. Und das ist auch der Punkt, wo man das Ding da oben verwendet, wie man unschwer erkennen kann, wir haben da nämlich neue Gegner. Und die werde ich jetzt auch mal eben vorstellen. Das sind sogenannte Jäger. Und das sind ganz schwere Jungs. Und die sind nicht nur, die sehen nicht nur schwer aus, sie sind auch schwer bewaffnet und schwer gepanzert. Und nebenbei laufen ja auch noch einige andere rum. Hier so Guns, ein Elite und eigentlich noch ein paar Marines, aber ich glaube die, ja, die hat es schon erledigt. Ich weiß gar nicht, ob die am Anfang überhaupt leben, aber ich meine schon. Nur gegen Jäger haben die nicht allzu viel auszusetzen. Es ist nämlich, also die tauchen erstmal nur immer in paarweise auf. Dann haben sie die Möglichkeit, entweder Granaten zu werfen, und zwar grüne. Es gibt später noch einen grünen Granatwerfer, der ist bisher noch nicht vorgekommen. Oder einen dicken Laserstrahl abzufeuern. Das sind so ihre Kampfmöglichkeiten, zumindest für Fernkampf. Für Nahkampf kriegt man einfach mal gerne eins mit der Waffe oder diesem Schild verplättet. Nicht zu empfehlen. Und jetzt mal zu den Schwachpunkten, weil das ist nämlich eine Besonderheit und dafür habe ich das Snipergewehr. Auch wenn das mit dem Snipergewehr unglaublich schwer ist, die Schwachpunkte ist das Fleisch. Es bringt nichts, hier auf die Panzer zu schießen, es bringt nur was hier auf dem Hals. Oder hier hinten in den Rücken. Meistens in den Rücken. Man kann auch mit Granaten und so dieses Rückenschild absprengen. Dann ist der ganze Rücken frei. Allerdings, so auf die, so Körpertreffer hier, die zählen überhaupt nicht. Die kann man gleich vergessen. Und das, was ich mache... Ah, hier, da hinten lag das Snipergewehr, das zweite. Was ich halt von der Anti-Ärgern mitgenommen habe. Und damit ärgere ich die jetzt mal so ein bisschen. Und ich versuche halt den Hals zu treffen, was nicht unbedingt einfach ist, aber da hatte ich... Das war unglaublich dämlich. Und zwar nicht von mir. Wir spuren mal zurück. So, da wollte ich gerade einen Schuss abfeuern und genau dann läuft er mir vor die Waffe. Allerdings, wie man sieht, der Schuss geht durch. Man kann auch mehrere Headshots mit dem Ding machen, das ist nämlich ein ziemlich starkes Snipergewehr. Und mal gucken, haben wir irgendwas getroffen? Nein, der ging vor Schild. Na gut, wir haben was getroffen, aber das war nicht beabsichtigt.
Und das hier ist eine unglaubliche Frickelarbeit. Normalerweise wird man da reingehen und die in den Nahkampf zwingen und dabei hoffen, dass man nicht vom Schild ein verplättet kriegt. Allerdings, da diese ganzen Guns und Eliten, diese Mischung, die ist ziemlich heftig, finde ich. Deswegen probiere ich es jetzt hier aus der Ferne. Und das waren alles noch keine Treffer. Deswegen habe ich auch so viel Munition mitgenommen, weil so viele Treffer brauchen sie dann auch nicht. Aber es muss halt sitzen. Und das war ein Treffer. Man hat gesehen, der hat ein bisschen geblutet. Und das kann man jetzt auch nochmal richtig schön zeigen. Hier ist Cinematic-Modus, warum nicht? So, schieß, Junge. Danke. Und der ging scheinbar richtig in die Nieren. Oder auch nicht, das war vielleicht dann doch kein Treffer. Das war ein Treffer. Ja. Da habe ich ihn erwischt. Wir gehen mal wieder in die Ego-Perspektive. Weil das sollte hier noch am interessantesten sein. Und man sieht, es ist eigentlich kaum eine Trefferfläche. Es ist nur so, dass man mit den ganzen Gegnern, die drumherum stehen, wirklich kaum eine große Chance hatte. Man könnte vielleicht versuchen, dann die anderen Gegner platz zu machen, das wäre auch eine Option. Allerdings verstecken die sich dann manchmal auch ganz gerne in dem Haus, also dieser komischen Hütte da drin. So, da habe ich den ersten schon erledigt. Und dann kriegt man die im Endeffekt auch nicht platt. So, der steht hier jetzt ziemlich ungeschützt rum. Bumm. Und das war mal ein richtig schöner Treffer. Nicht nur wegen der Explosion, sondern auch einfach, weil man einen relativ sicheren Treffer hatte. Und solche Treffer muss man im Endeffekt machen können, damit man hier auch auf die Art und Weise die platt kriegt. Wie gesagt, ohne diese Scharfschützen-Muni, da hätte ich sonst keine Ahnung. Man kann notfalls auch nochmal zurückgehen. Es gibt nämlich auch bei der Kommunikationsanlage gibt es da auch nochmal einen Scharfschützengewehr. Das kann man sich notfalls auch noch nehmen. Das sollte allerdings wirklich nur im äußersten Notfall erfolgen. Und den habe ich hier nicht. Es gibt auch hier noch eine Schrotflinte und sowas. Die kann ich auch mal eben kurz zeigen, wo die liegt. Nämlich direkt hier, auch mit sehr viel Muni, allerdings bringt das nicht wirklich was. Wenn man in den Nahkampf gehen will, kann man das Ding gut verwenden. Allerdings, wie gesagt, bei den ganzen Einheiten, die da noch drumherum stehen, ist das reiner Selbstmord. Und ich habe auch in diesem ganzen Kram, so wie das hier läuft, nicht wirklich eine Taktik, wie ich das gut machen kann. Deswegen mache ich es einfach so, wie ich es hier mache. Funktioniert auf alle Fälle. Und das ist die sichere Variante. Und die bevorzuge ich in dem Spiel echt. Oh, komm hier, kriegst was auf die Fresse, dann soll es auch gut sein. Willkommen bei Oni. Wir haben es geschafft. Where's our orbital support? Got to be four platforms that could take it out with a single Mac round. I doubt that very much. Ja. Jetzt sind wir offiziell richtig drin und gleich wieder so ein... Ja, das ist glaube ich ein Ultra-Elite. Mit dementsprechender Waffe und das sind die nervigsten Einheiten ever in diesem Spiel. Man hat ja schon gemerkt, die eine oder andere hat mich ja schon erledigt. Und worum es jetzt also natürlich geht, ist hier den Angriff abzuwehren. Und das Hauptproblem ist dabei natürlich das Alien-Raumschiff, was wir im Anfangsvideo schon gesehen haben. Bisher haben wir uns halt eher so um darum gekümmert, dass diese ganze Anlage generell... Ups. Ja, der hat mich zerpflückt. Dass diese ganze Anlage halt einen generelle Chance hat, den Angriff abzuwehren und halt einige Sachen wieder online kriegen. Jetzt geht's ans Eingemachte. Aber was da jetzt so taktisch genau passieren wird, das werde ich erst sagen, wenn es soweit ist. Ich will da auch nicht zu sehr viel vorwegnehmen. Das lief natürlich mal wieder nicht wie geplant. Die haben da hinten eine ziemlich gute Deckung. Und ja. Also ich muss auch mal sagen, dieses Granatenwerfen, was die machen, das sieht so unglaublich bescheiden aus. Also die machen das echt so mit links. Einfach so, schwupp, da hast du deine Granate hier, nimm und meistens trifft das Ding auch noch.
wenn man nicht ganz aufpasst. Das fand ich auch mal ziemlich bescheiden. Manchmal, wenn die einen umbringen, so im Nahkampf, die treten einen einfach nur. Und das finde ich ist schon so richtig, da wird man richtig gepowert. Also das ist schon so... ja, das zeigen die mal, dass sie im Endeffekt ziemlich übermächtig sind. Mal hier ein bisschen aus Sicht des Gegners. Ich wette, der Grunt ist gleich platt. Oder auch nicht. Oh ja. Cat greift von der Seite an, hat allerdings nicht wirklich viel. So. Oh, und da haben wir mal wieder einen Selbstmordgrunt. Das muss ich mal eben noch zeigen, weil das fand ich jetzt... das ist Herz aller Liebste. Der Typ ist da, schreit die Seele aus dem Leib, hat quasi mit seinem Leben abgeschlossen, läuft hier vor, dreht aber nochmal um, weil er die Rampe benutzen will. Das fand ich jetzt mal echt geil. Sowas sieht man auch nur, wenn man da wirklich hier nicht First Person nimmt. Ah, jetzt. Da habe ich mich nämlich gerade vertan, weil man nämlich die ganzen... oh, einige anderen... Six, head upstairs and assist Emil. George, make sure he gets there. Depend on it. Die anderen aus dem Noble Team findet man nämlich erst hier wieder. Alter, die töten einen manchmal hier mit einem Tritt und sowas. Finde ich schon ziemlich dreist. Mach ich auch nicht. So, ich mal wieder natürlich auf Nummer sicher. Und hier haben wir jetzt auch endlich mal June. Den habe ich natürlich noch gar nicht. Das heißt, er saß nämlich immer nur in dem Pelican drin. Ja, das hier ist unser Scharfschütze. Also man muss sagen, hier noch extra Muni an der Schulter, Scharfschützengewehr und so ein bisschen mit Tarnung und so. Und scheinbar ein Camping-Zelt auf dem Rücken, warum auch nicht. Oder halt so eine Tarndecke, kennt man ja aus den... wenn man mal so ein paar Dokumentationen über Militär gesehen hat oder selber im Militär war, dann kennt man diese Dinger ja, glaube ich. Wo dann quasi diese Gebüschgeflechtdecken oder so haben. Na scheiße. Keine Ahnung, ich war nie beim Militär. Wollte ich auch nie wirklich hin. So, hier arbeiten wir uns jetzt an der Seite hoch, dass wir dann an die Spitze kommen. Weil wir sollen, glaube ich, Emil unterstützen. Und diesmal mit vier Leuten aus dem Noble Team. Und ich muss da sagen, das finde ich auch wieder schade. Ich glaube, das habe ich schon mal erwähnt. Man steuert nie alle. Beziehungsweise man hat nie alle in einer Schlacht gleichzeitig. Es sind, glaube ich, maximal fünf Leute, die man hat, aber der sechste ist dann immer irgendwo anders. Also fünf Leute, mich selber mitgezählt. So, da hat eben mit der Granate einen Kill gemacht. So, hier haben wir wieder weitere Gegner. Und sogar so einen kleinen Sniper, aber der, ja, den hat es schon erwischt. So, wo haben wir den Eliten? Der hat sich hier wieder verkrochen. Und ich glaube, das gerade war kein Treffer. Und das habe ich jetzt, glaube ich, auch gemerkt. Und ab dann ist es nicht kritisch. In dem Falle nicht. Aber wenn man hier mit Sturmgewehren drauf losgeht, dann muss man so unglaublich lange schießen. Das ist schon... das ist wirklich nicht empfehlenswert. Da haben wir einen Eliten. Mal wieder. Und zwei Scharfschützen. Und ich glaube, der hat gerade den Plasma-Schuss abgekriegt, der eigentlich für den Eliten gedacht war. So, der hat gerade keinen richtigen Schuss abgekriegt, als müsste ich den Treffer den abkriegen sollte. Ach, June läuft vor. Ja, da würde ich auch abbauen. Aber wenn der mit seiner Waffe trifft, das ist heftig. Es ist halt ein baugleiches Scharfschützengewehr, wie ich auch hatte. Aber eigentlich für so einen Scharfschütz muss man sagen, dieses Verhalten gerade, das war ja halt nicht wirklich unbedingt... ach, naja, wir sind manchmal ein bisschen blöd, erstmal die Verbündeten. Also manchmal würde ich die ganz gerne ausschalten, dass man quasi da alleine rumläuft, weil gerade ich glaube für... wenn man hier im Koop rumspielt, dann ist das schon ein bisschen nervtötend, weil die irgendwie ziemlich blöd rumlaufen, keine Deckung brauchen, im Endeffekt unzerstörbar sind und auf die Dauer alles platt machen können.
Also man könnte sich da auch, glaube ich, ziemlich rausnehmen. Das haben sie in anderen Halos dann gelöst, dann teilweise, dass die Verbündeten, wenn sie zu viel Schaden genommen haben, da gab es dann auch hin und wieder mal den einen oder anderen, der halt der halt im Endeffekt unsterblich war. Der hat dann allerdings auch irgendwann mal kurz das Bewusstsein verloren, wenn er zu viel Schaden genommen hat und war dadurch dann halt auch mal außer Gefecht. So dass man auf alle Fälle auch noch einen gewissen Eigenanteil leisten muss und das ist hier, glaube ich, mehr oder weniger weggefallen. Finde ich ein bisschen schade, vor allem wenn sie vorher schon mal so eine Art passenden, ich weiß nochmal, passenden Modus dafür hatten, dass es auch funktioniert hat. Und ich würde mal sagen, ich mache hier nochmal eine kurze Pause. Ja, da schalte ich auch gerade schon Nachtsicht mal wieder ein. Das gab es ja, glaube ich, jetzt eine ganze Weile nicht. Und da würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn wir diese Mission abschließen und zusehen, dass wir die Basis gerettet kriegen.